Ich stehe hier gerade am Potsdamer Platz vor dem Café Jossi mit dem Dichter und Denker Paul Beuth und er wird uns seine Sichtweise auf die Stadt schildern. Der Potsdamer Platz in ewigem Gebrüll vergletschert alle hallenden Lawinen der Straßentrakte, Trams auf Eisenschienen, Automobile und den Menschenmüll. Die Menschen rinnen über den Asphalt, Ameisen emsig wie Eidechsen flink, Stirne und Hände von Gedankenblink schwimmen wie Sonnenlicht durch dunklen Wald. Nachtregen hüllt den Platz in eine Höhle, wo Fledermäuse weiß mit Flügeln schlagen und lila Quallen liegen, bunte Öle. Die mehren sich, zerschnitten von den Wagen, auf Spritz Berlin des Tages glitzernd Nest, wie Rauch der Nacht, wie Eiter einer Pest.